Diese kleine Zusammenfassung, liebe Schwestern und Brüder, die wir aus dem Buch Jesus Sirach hören, nimmt einen ganz starken Bezug auf den Propheten Maleachi, zitiert ihn, wie das ist mit der Wiederkunft des Elia. Elia kommt wieder, um das Kommen Gottes selber vorzubereiten, um das Volk Gottes zu reinigen. Und dann hören wir aus dem Mund Jesu diese ernüchternde Feststellung, er ist schon wiedergekommen, er ist lange da. Und die Jünger wissen sofort, von wem er spricht, von Johannes dem Täufer. Das heißt, die Reinigung des Volkes Gottes ist in vollem Gange, aber man will ihn nicht hören. Man macht mit ihm, was man will. Das war damals so und das ist heute so. Das Erste, was uns vielleicht helfen kann, ist, dass wir noch einmal das Erschrecken, dieses Tremendum wahrnehmen, wenn Jesus hier so spricht. Das müssen tiefe Momente für die Jünger gewesen sein. Denn sie wissen, was es bedeutet, wenn Elia kommt. Es geht um das Kommen Gottes selber. Und wenn Johannes der Täufer, der auf Jesus hinweist, dieser wiederkommende Elia ist, dann zeigt sich in Jesus Gott selber. In diesem Jesus von Nazareth, daran kann gar kein Zweifel sein, kommt Gott selber in diese Welt, höchstpersönlich. Das, was die Jünger erst Schritt für Schritt erfahren und erkennen, was ihnen sozusagen nur momentweise geschenkt wird, etwa auf dem Berg der Verklärung oder in den Aussagen Jesu, die sie dann oft nicht verstehen, vielleicht müssen wir sagen, auch gar nicht richtig verstehen können im ersten Moment. Das wissen wir lange und wir nehmen es als die größte Selbstverständlichkeit der Welt an. Oder eben, angeleitet von bestimmten Theologen, auch gar nicht. Sondern wir gehen wieder zurück vor die Erkenntnis der Jünger und machen Jesus wieder zu irgendetwas, zu irgendeiner beiläufigen historischen Figur. Wenn wir durch den Advent gehen, sollen wir dieser schrittweisen Erkenntnis der Jünger nachspüren. Und der Täufer Johannes mit seiner Botschaft als der wiederkommende Elia hilft uns dabei. Es geht an Weihnachten um das Kommen Gottes selber. Und es ist mit Weihnachten nicht erledigt, weder der Advent noch das Kommen Gottes. Sondern es ist Gott selber in Jesus Christus, der dieser Welt bevorsteht, der unserem Leben bevorsteht. Deshalb ist es so wichtig, auf die prophetische Botschaft des Täufers zu hören, damit wir bereitet sind, wenn er kommt.